Liebe Leute, schauen wir mal wieder rein, was uns kommende Woche so auf Netflix erwartet. Und da hätten wir in Kalenderwoche 2 vom 11. bis zum 17. Januar gehend 8 Originals, die Netflix rausbringt, die keine Stand-up-Comedy sind oder Serien, die sowieso jede Woche neue Episoden veröffentlichen, was ein bisschen weniger ist als sonst. Und meine Highlights in der kommenden Woche sind Oktoberfest 1900 in der ersten Staffel, Disenchantment kommt in der dritten Staffel raus, Dawson's Creek, Serie meiner Kindheit, die komplette Serie, Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu und Outside the Wire. Und da ist einiges vom Lizenzgeschäft dabei. Und wie immer fangen wir erst damit an, bevor wir uns die Originals anschauen. Denn ab Dienstag gibt es Pokémon Meisterdetektiv Pikachu für alle, die, glaube ich, die Welt der Pokémon mögen. Ist das eine sehr interessante Art und Weise, in diese Welt einzutauchen, was sehr cool aussah und im Kino wirklich lustig war. Ich erinnere mich noch an eine Social Movie Night, die wir hatten dazu. Das hat wirklich Freude gebracht. Einen Tag später gibt es dann noch Paris Can Wait aus dem Lizenzbereich auf Netflix, ehe dann am 14.01. am Donnerstag Oktoberfest 1900 folgt in der ersten Staffel. Ist ja eigentlich eine Serie unter anderem von der ARD, die lief jetzt in der ARD-Mediathek oder auch im Fernsehen vor gar nicht allzu langer Zeit. Ich finde die nämlich ziemlich, ziemlich cool und Netflix hat die ansonsten für den weltweiten Vertrieb gekauft und heißt da dann Oktoberfest Blood and Beer und ist jetzt eben auch noch dann auch in Deutschland abrufbar ab dem 14.01. Ehe dann am Freitag mit Dawson's Creek Staffel 1 bis 6, eine Serie meiner Kindheit, zutage tritt, unter anderem mit einer Katie Holmes, mit einer Michelle Williams, mit Joshua Jackson. Und für mich war das immer groß Herzschmerz und ich glaube, werde definitiv in Dawson's Creek reinklicken. Dann gibt es noch die zweite Staffel ab Freitag von März gegen März und wer, wenn nicht wir, genauso auch noch The Titan. Und damit sind wir durch die Lizenzsachen, die ich jetzt für gewöhnlich nicht weiter großartig ausführe. Und dann hätten wir ab Montag im Original-Bereich mit Crack, Kokain, Korruption und Konspiration, eine Dokumentation, die sich während der Rezession der 80er Jahre in den USA wiederfindet und dort zeigt eben auf diese Netflix-like Art, wie eben das Milieu rund um Crack wie es entstehen konnte, welche Auswirkungen es hatte, ist eben so auf diesen Netflix-Stil, wie man es aus diesen Dokumentationen kennt, so aufgezogen. Bei mir wollte der Funke nicht ganz überspringen. Am Mittwoch hätten wir mit Night Stalker auf der Jagd nach einem Serienmörder auch noch eine Doku-Miniserie, sicher für alle True-Crime-Fans in erster Linie interessant und beschäftigt sich mit einem Serienmörder, der 1985 in Los Angeles sein Unwesen treibt. Auch hier klassisch Interviews mit ehemaligen oder mit Menschen, die in diesem Umkreis einiges erlebt haben. Es geht um Ermittler und eben so ein Mix aus neuen Aufnahmen und Archivmaterial. Für True-Crime-Fans könnte Night Stalker interessant sein und Freitag dann wie so oft die meisten Originals mit das Klunker-Imperium. Gibt es eine Reality schon in der ersten Staffel. Das heißt, glaube ich, The Bling Empire im Original und zwischen Dramen und Partys, die sich zwischen sehr reichen Menschen in Los Angeles abspielen, kann man abtauchen, wenn man in diese sehr abgehobene Welt mal hineinschauen möchte. Mit Disenchantment gibt es die dritte Staffel der Zeichentrick-Fantasy-Serie von Simpsons und Futurama-Schöpfer Matt Groening und Neues rund um Bean, Elfo und Lucy und ich glaube, Fans von Disenchantment haben eine Weile gewartet und freuen sich. Dann gibt es von der kanadischen Zeichentrickserie Carmen Sandiego, da geht es eben um die Meisterdiebin, Nachschub in Form der vierten Staffel. Interessant könnte dann noch sein, Outside the Wire ist ein Action-Science-Fiction-Film mit Anthony Mackie unter anderem und erzählt die Geschichte von einem Drohnenpilot und einem Android-Offizier in einem Kriegsgebiet der Zukunft, die einen atomaren Schlag verhindern sollen. Geht so ein bisschen in den Action-Bereich und könnte erinnert auch so ein bisschen an Extraction und sowas. In diese Richtung habe ich mal mit gehighlightet. Könnte sein, dass das für eine Menge Gesprächsstoff sorgt. Der Trailer lässt mich noch mit ein, zwei Fragezeichen zurück, aber sieht auch nicht uninteressant aus. Deswegen mal hier ein bisschen Augenmerk drauf gelegt. Mit Der doppelte Vater gibt es dann noch einen brasilianischen Familienfilm, in dem eine Jugendliche sich aus einer Hippie-Kommune schleicht, in dem sie mit ihrer Mutter lebt und begibt sich auf die Suche nach ihrem Vater. Spielt aber ziemlich viel mit Klischees, muss ich leider sagen. Sieht aber auf der anderen Seite auch wieder recht süß aus. Deswegen Der doppelte Vater könnte interessant sein. Der Trailer lässt mich da auch noch ein bisschen unsicher zurück und das Ganze wird dann mit Tripanga wundervoll unvollkommen abgeschlossen. Ein Bollywood-Streifen, in dem eine alleinerziehende Mutter sich mit den Gefühlen ihrer Mutter beschäftigt, obwohl die Bindung zu ihr relativ kaputt ist, aber als sie ins Koma fällt, gibt es da einiges aufzuarbeiten. Leider wirkt da aber der Trailer für mich doch etwas zu überdreht und die Musik so überladen, dass sie etwas transportiert, was sich gefühlsmäßig für mich zumindest im Trailer nicht ergibt. Und damit sind wir durch Netflix in der zweiten Kalenderwoche. Was
was dann alles so rauskommt. Nochmal wie so oft festgehalten, meine Highlights. Oktoberfest 1900 in der ersten Staffel, Disenchantment in der dritten Staffel, Dawson's Creek Staffel 1 bis 6, genauso wie Outside the Wire und Pokémon Meisterdetektiv Pikachu. Ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.